Mit großer Freude und lachenden Herzen und Lachen im Gesicht kann ich Sie begrüßen zur Pressekonferenz mit dem Thema Prater-Catchen 2021. Ja. Jetzt, damit die Stimmung ein bisschen geht, ein bisschen Applaus für den Markus. Nach einjähriger Pause haben wir es wieder geschafft, im Wiener Volksprater bzw. Wurstelprater das Catchen wieder zu organisieren und zu machen. Es wird stattfinden am Lilliput-Bahngelände Prater 99. Beginn wird sein 19:30 Uhr, ab 18:30 Uhr wird der Einlass sein, natürlich nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Das heißt, man braucht, nachdem man das gültige Ticket hergezeigt hat, einen gültigen Test, Genesungs- oder Impfnachweis. Danach muss man sich kontrollieren und dann darf man das Gelände betreten. Registrieren. Internationale und nationale Wrestling-Stars werden sich beweisen an diesem Samstag. Es wird Titelkämpfe geben und das genaue Programm werden wir nun und jetzt bekannt geben. Vorweg möchte ich das Podium vorstellen und mich bedanken auch für die gute Zusammenarbeit mit Prater Aktiv, Prater Wien GmbH und dem Wiener Prater Verband. Dazu stellvertretend der sogenannte Hausherr vom Prater Wien GmbH, der Magister Michael Prohaska. Dann der Unternehmer und Verbandspräsident vom Wiener Prater Verband, Stefan Sittler-Keudl. Dann haben wir die Mitorganisatorin und Social Media Betreuerin und, da hätte ich fast vergessen, die habe ich mir aufgeschrieben, sie hat heute Geburtstag, nämlich die Julia Horowitz. Alles Gute an dieser Stelle. Dann kommen wir schon zu den Wrestlern und Catchern. Mitveranstalter, aktueller Tag Team Champion, er war schon am Heumarkt, kennt wahrscheinlich die ganze Welt vom Ring aus, der Michael Kovac. Steirer Blut ist keine Nudelsuppen, beweist unser Nächster, gerade aus Leoben angekommen. Er ist neunfacher Champion, regierender Champion, Weltmeister auf 4 Kontinenten und hat, glaube ich, überall auf der Welt schon gekämpft, in der großen amerikanischen Liga, in Indien vor über 70.000 Leute. Und er wird auch seinen Titel wieder hier verteidigen und auskämpfen, nämlich Chris, der Bambi-Killer Raber. Sehr freuen tut mich auch, bekannt von 4 Blocks und verschiedenen Kinofilmen, ist ein Star, der schon einmal in Österreich gekämpft hat, die Nummer 1 aus Arabien ist er aktuell. Er ist sicher eine Zukunft in der europäischen Wrestling-Szene. Er spricht wegen Fragen nachher nur Englisch. George Cookers, very welcome. So, dann darf ich das Mikrofon dem Michael Prohaska übergeben. Danke, Markus. Ich möchte mich bedanken bei dir überhaupt, dass du diese tolle Veranstaltung ins Leben gerufen hast. Das ist ja nichts Selbstverständliches. Hat es ja lange Zeit nicht gegeben, war die Idee von Markus. Und dass wir alle da sitzen können jetzt und das tun können und die Pressekonferenz abhalten können. Danke. Möchte ich mich auch im Namen von Prater Aktiv bedanken. Wir haben die Schirmherrschaft über diese tolle Veranstaltung. Jetzt funktioniert's. Und gebe das Wort weiter an den Präsidenten vom Prater Verband, an den Stefan. Danke. Danke vielmals. Der Markus hat vorher zu mir gesagt, ich soll ein bisschen was erzählen über den Prater und wie die Saison war. Und dann soll ich sagen, dass ich mich freue, dass Prater-Catchen wieder stattfinden kann nach einem Jahr Pause. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich freue mich, dass wir in Prater in diesem Jahr eine wirklich gute Frequenz vorgefunden haben. Unser Stammpublikum hat uns nicht im Stich gelassen. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber auch Markus' Stammpublikum hat ihn nicht im Stich gelassen. Und der Kartenverkauf ist wirklich sehr, sehr lebendig und flüssig über die Bühne gegangen bisher. Damit freuen wir uns auf eine ausverkaufte Show, glaube ich, kann man das schon sagen, auf eine tolle Veranstaltung nächsten Samstag im Prater. Wir tun viel, es wird honoriert von unseren Gästen. Wir haben nach dem Catchen dann auch das Halloween-Fest, das jetzt aufgrund der neuen Verordnung ein bisschen schwieriger in der Durchführung wird als
wir anfänglich dachten. Aber ich kann einmal so sagen, nach dem Highlight, das Prater-Catchen, wird es im Prater noch was geben. Also wir hören noch lange nicht auf, wir lassen uns nicht unterkriegen und wir machen weiter. Und auch zur Halloween überlegen wir uns was. Aber jetzt vorab freuen wir uns aufs Prater-Catchen irrsinnig. Ich werde auch dort sein. Mitkämpfen tue ich nicht, aber ich freue mich drauf, ein paar... Genau, aber vielleicht werden wir schauen, mal, das werden wir mal irgendwo einplanen, vielleicht, dass ich den Markus auch nicht drüber gebe, dann einmal, wenn er so nervös ist immer bei der Veranstaltung. Das könnte man ändern. Okay, da hast du den Namen, das stimmt auch wieder, da muss ich mich zurückhalten. Nein, also danke vielmals auch, dass ich die Möglichkeit habe, hier dabei zu sein. Ich freue mich total drauf. Das Jahr war gut im Prater und Catchen wird noch besser. Halloween kriegen wir auch noch hin. Dann gehen wir in den Wintermarkt und freuen uns auf eine erfolgreiche Saison 2022. Aber jetzt sind wir im Hier und im Jetzt und auf die freuen wir uns. Danke, Markus. Ja, also das vierte Jahr Prater Catchen. Ich will anfangen, weil ich zuerst gehört habe, ja, ich war schon am Heumarkt. Das kennen viele Leute schon gar nicht mehr. Ich fühle mich schon relativ alt, weil 1997 war die letzte Veranstaltung am Heumarkt. Wie Markus und ich beschlossen haben, wir wollen das Wrestling wiederbeleben, hat es, glaube ich, keinen besseren Platz gegeben wie den Prater. Jeder kennt den Prater. Ja. Prater und, ich glaube, Schönbrunn, die meistbesuchtesten Touristenattraktionen, aber zwischen Giraffen und Offencatchen ist, glaube ich, nicht so lustig. Und wir wollen das Prater-Catcher etablieren im Sommer. Und ich glaube, es ist uns bis jetzt ganz gut gelungen. Wir haben jetzt diesen kleinen Setback gehabt letztes Jahr durch Corona. Und darum sind wir extra froh, dass es heuer wieder möglich ist, hier was zu machen. Ja. Wir sind jetzt seit einer Woche ausverkauft, was uns das Feedback zeigt. Die Leute wollen das sehen, ja. Es hat schon einen Namen. Und wir wollen auch immer das beste Programm präsentieren. Und es gibt so viele tolle Talente weltweit, die Möglichkeiten haben. Und die wollen auch daher. Also wir haben sehr viele Aktive, die uns kontaktieren. Sie wollen da dabei sein, sie müssen natürlich qualifizieren. Und wir schauen, dass wir das Bestmögliche machen, für euch die bestmögliche Unterhaltung. Und es ist wirklich ein verdammt super Platz, also mitten im Prater, es gibt da, glaube ich, nichts Besseres. Ja. Und so gesehen, ja, ich kämpfe halt selber auch. Die Organisation hat die meiste Arbeit, der Markus, ich kümmere mich sehr um die Betreuung der Wrestler, dass die Wrestler alle gut herkommen. Und ja, schauen wir mal, ihr könnt dann auch noch Fragen stellen zum Programm. Ich bin einfach nur froh, dass es wieder passiert, dass es, ich gehe davon aus, dass es wieder ein großer Erfolg wird und dass wir hoffentlich die nächsten Jahre das immer als Fixpunkt weiter haben können und als einer der absoluten Höhepunkte im Catch-Jahr. Ja. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir wollen halt schauen, dass das auch weitergeht. Aber wenn ich das Interesse der Presse so sehe, kann ich ruhig schlafen. Ja, herzlichen Dank auch an herzlichen Dank auch an dieser Stelle natürlich über die Berichterstattung, die schon war und die morgen sein wird. Und lieber Chris. Ja, hallo. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass die letzten Monate oder eineinhalb Jahre für uns als aktive Sportler sehr schwer waren. Ja, wir sind von 100 auf 0 gefallen, wir konnten nicht mehr reisen, die Veranstaltungen waren nicht mehr möglich. Für mich geht es am Samstag um die WM. Diesen WM-Titel habe ich verteidigt unter anderem in Japan, in Dubai, in Katar, in Kuwait, in Kolumbien, in Ecuador, in Nigeria etc. Ja. Ob man in Indien, und es waren nicht 70.000 Zuschauer, es waren 80.000 Zuschauer, oder hier am Prater kämpft. Ja, also 80.000 Zuschauer ist toll, ja, aber dennoch in der Heimat zu kämpfen und dann eben vor diesem sensationellen Publikum zu kämpfen, das sind Dinge, die will niemand von uns missen. Ich bin froh, dass es jetzt wieder möglich ist. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr heiß auf den Kampf, ich bin sehr heiß auf die Veranstaltung und freue mich richtig drauf, dass es endlich wieder möglich ist, hier in Wien kämpfen zu können. Ja. Also der Markus passt wieder nicht auf, er kennt sich nicht aus beim Programm, darum organisiert er. Ja. Wir wollen nur mal ganz kurz das Programm durchgehen. Ja. Die Qualifikation für das Prater-Pokal-Match, das ist halt der Opener, das wird der erste Kampf des Hauptprogramms sein. Das muss sich der qualifizieren, der natürlich danach gegen Peter. Peter ist der amtierende Prater-Pokal-Champion und er ist auch amtierender Europameister und er muss auch diesen Titel aufs Spiel stellen. Das heißt, wer immer diese Qualifikation gewinnt, kann alles gewinnen. Der kann Europameister werden und Prater-Pokal-Champion. Oder der Peter bleibt Zweiter. Ja. In diesem Match, da sind als erst einmal drinnen Chris Cole, einer sicher der technisch besten Wrestler in Österreich, also kein Unbekannter. Ja. Dann haben wir Robert Starr aus Polen, das ist Nummer 1 in Polen.
Wir haben Fabio Ferrari, die Nummer 1 aus Italien, der hat erst, ich glaube, das war der letzte WM-Gegner in Österreich. Das war ein super starker Kampf, kann ich mich noch erinnern. Also, die sind alle keine Lerchenschaß. Und dann haben wir den Movie-Star George Cookers, der am absoluten, der Rising Star, der, also er sagt, er ist die Nummer 1 aus Arabien, was ich auch nicht bezweifeln möchte. Ja. Und er hat natürlich dann auch den Plan, diesen Praterpokal. Also, es wird. Der Sieger aus diesem Kampf muss im Finale gegen Peter White antreten. Ja, das ist die ganze Geschichte zum Praterpokal. Aber dann haben wir natürlich super spezielle, der zweite Kampf ist Igor gegen Sultanov. Die waren einmal Tag Team, waren Tag Team Champions, haben sich zerstritten. Die werden in einem Einzelkampf gegeneinander treten. In meinem eigenen Kampf, ich bin amtierender Tag Team Champion mit Damon Briggs, auch schon seit geraumer Zeit. Wir kämpfen die Deutschen. Österreich, Deutschland ist natürlich eine Brisanz. Und da sind auch Leute dabei, die kann man Veteranen nennen, unsere Gegner. Carsten Kretschmer, den kennt vielleicht der Kollege Polak nun, ist einer der wenigen, der mit mir noch am Heumarkt war. Der macht wieder sein Comeback nach 5 Jahren. Ja? Mit Patrick Schulz, der ist auch schon. Ich glaube, in unserem Kampf sind 100 Jahre Kampferfahrung drinnen. Es ist super brisant, weil immer halt Österreich, Deutschland ganz was Besonderes ist. Ja? Dann haben wir den ältesten aktiven Catcher Europas mit Franz Schlederer. Manche sagen, er hat schon 27 Mal aufgehört und wieder 28 Mal angefangen. Aber er will nicht aufhören und hat natürlich eine spezielle Agenda gegen seinen Gegner, weil er war letztes Jahr in Stockerau, hat er, glaube ich, was hat er kassiert? Ein Bügel, also nirgendwas hat er am Schädel gekriegt. Glocke. Eine Glocke, ja, ja, nicht. Und das ist ganz mit viel Präsenz, weil das ist wieder ein Hardcore-Match ohne Regeln, mit allen Gegenständen, die finden können. Ich glaube, das wird, ja, da wird es ziemlich scheppern. Dann haben wir den WM-Kampf von Chris de Bambi-Killer gegen den Nummer 1 Herausforderer aus Wales, Justin Rees. Justin Rees war 2019 im Praterfinale und hat, ich glaube, das war wirklich, da haben alle schon geglaubt, das wird der neue Prater-Champion und dann ist das nicht ganz ausgegangen für ihn, aber der ist brandheiß, ist heuer noch umgeschlagen in Wales und ist daher der Nummer 1 Herausforderer. Und dann, wie gesagt, im Finale Peter White gegen den Sieger der Qualifikation. Das ist einmal das Programm. Wir haben dann einen Vorkampf, da lege ich ein bisschen einen Wert drauf, ja, weil ich schaue immer, dass ich den Nachwuchs fördere. Ja. Im Vorkampf haben wir ein Team, das sind die besten Newcomer der letzten 5 Jahre, die fleißigsten Leute. Da haben wir ein Team aus Slowakei und Polen, Team Wiesegard, gegen 2 junge Leute aus meiner Schule, aber der eine hat auch jetzt die erste England-Tour hinter sich, der andere war schon Cruiserweight-Champion in Ungarn, dass die auch eine Plattform bekommen, sich vor den Leuten präsentieren können und das wird halt das Vorprogramm. Und das wird das Ganze, und ich glaube, das ist kein Kampf, der nur ansatzweise irgendwie nicht interessant ist. Es ist für alle Leute was dabei, ich glaube, es wird an jedem gefallen, und aber das Wichtigste ist natürlich dieser riesenmannsgroße Pokal. Den will jeder haben, den will sich jeder für ein Jahr hinstellen und ja. George, you want to talk to? Of course. So, first, I thanks everybody, like especially Michel Kowal, to bring me here. One of the biggest show in Europe, and definitely, I have a good place in my home for that club, so I'm gonna call it the George Cookers Club, which is going home with me. And if you want, one of the lucky ones, they get the ticket to watch us this Saturday, so. You're lucky to watch one of the best in Europe, and next time, Bambi, okay, your brother, your friend, but maybe next time I take that baby too. So, Saturday I'm gonna take that cup, maybe next time. Step by step. Yeah. So. Ja, jetzt komme ich auch zum Wort. Also auf das Praterkätzchen freue ich mich jedes Jahr, dieses Jahr ganz besonders, einfach aufgrund der Pause vom letzten Jahr. Am meisten freue ich mich vor allem auf die persönlichen Eindrücke und Reaktionen von den Zuschauern, da ich doch in den letzten Monaten viel Kontakt mit denen via den Social Media genommen hatte. Ja, wir sind auf Facebook und Instagram gut vertreten und ich habe viele Kontaktanfragen bekommen. Die Zuschauer waren auch sehr traurig, teilweise, bis dann ausverkauft war und sie haben keine Tickets erhalten. Aber es macht mich glücklich, dass wir so schnell ausverkauft waren. Wir sind jetzt auch auf TikTok, das werden wir vor allem nach dem Prater-Catching mit tollen Videos bestücken. Also schaut auf alle Fälle vorbei. Genaue Informationen über die Regeln zur Veranstaltung und sonstiges halten wir immer aktuell auch auf unseren Kanälen. Das heißt, wenn ihr Informationen wollt, immer vorbeischauen. Wie gesagt, das halten wir absolut aktuell. Morgen am Freitag findet mit 6 verschiedenen Wrestlern eine Autogrammstunde im Gösser-Eck statt. Darauf freuen wir uns auch schon sehr. Wir haben zahlreiche Zusagen bekommen. Und ja, das wird, also mit heute ist es der Einstand zum diesjährigen Prater-Catching und ich bin wirklich froh, dass wir wieder das ganze Phänomen einfach, dass es stattfinden kann.
So wie schon erwähnt und gesagt, als Überraschung haben wir diese Pre-Show und nach der Main-Show, also nach dem Hauptkampf, haben wir eine Aftershow-Party, die wird im Gösseck stattfinden ab ca. 22.30 Uhr am Samstag. Und auch, wie gerade erklärt, die Autogrammstunde wird morgen stattfinden. Von unserer Seite her war es das. Wir sind gerne für Fragen offen und für nachher für Fotos etc. Ich möchte mich bei der Familie Kollerich und dem Geschäftsführer Alexander Brunner recht herzlich bedanken. Die haben uns gesponsert, die Getränke, den Kuchen, den sie bekommen haben und dann auch die Stelzenbrezel. Und das Mittagessen für mich. Das ist eine andere Geschichte. So, gibt es Fragen von Ihnen? Sag mir, was heißt, du hast das erwähnt, Michael, ausverkauft jetzt. Das heißt, das hast du ja wahrscheinlich ein bisschen weniger als normal. Ne? Wir sind genau limitiert auf 400 Plätze. Leider können wir nicht mehr rein da. Ja. Heuer. Normalerweise gehen mehr rein, aber wir dürfen halt nicht mehr Sesseln aufstellen. Das ist leider so, es geht, das tut uns auch ein bisschen weh, aber es geht anders nicht, sonst können wir halt dann nicht veranstalten. Das Zelt wird offen sein wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir nur Stehplätze auch hinquetschen, die fahren wahrscheinlich auch nicht. Weil sonst könnte man da locker Stehtickets verkaufen. Wir haben halt ein sehr strenges Reglement und wir wollen uns also nicht vertun mit den Behörden. Also schaut beim nächsten Mal noch essig aus. Es sind relativ straffe Strafen angedroht, wenn da mehr Sesseln drinnen sind. Und leider ist es halt so. Wir müssen uns dann auch richten in dem Jahr und ich denke mal, dass es im nächsten Jahr dann auch wieder anders ausschaut. Ja. Wie viele Besucher hatten Sie denn vor der Corona-Zeit? Also da waren ein bisschen mehr Leute drin. Es waren zwei Tage und es waren über 500 Leute drin. Die letzten, also pro Tag waren über 600. Naja, also es war verdammt gut. Ich glaube, man könnte dann nur mehr Leute in das Zelt reinstopfen, aber irgendwann ist einmal Ende. Was kostet der ungefähr? Vorverkauf 28 mit die Gebühren da. Ja. Du sagst, es gibt jetzt gar keine Karten mehr, ne? Schon längst nicht mehr, seit Freitag nicht mehr. Und dann werden die Leute richtig lästig, weil wenn es nicht rechtzeitig kommt, dann gewöhnst du dich. Du weißt du nicht mehr, ich kenne dich, wie viel mich persönlich ausschaut. Geht da nicht noch was? Nein, heuer nicht. Es ist einfach so. Es sind wirklich dann Leute, die glauben bis zum Schluss, nein, geht nicht. Wer ist erst, der kommt bald zuerst. Wieso habt ihr keinen zweiten Tag dann angelegt? Ja, das haben wir leider diesmal nicht uns getraut, wir sagen es wie es ist. Wir haben auch gebannt bis zuletzt, ob es stattfinden kann oder nicht, wegen den ganzen Regeln etc. Vor zwei Jahren war das sehr gut mit dem zweiten Tag, weil so konnten wir zweimal über 600 Leute ausverkaufen und heuer haben wir uns, wie gesagt, langsam angetastet und gehofft und geschaut, dass es einen Tag stattfindet. Das will ich noch an. Es geht ja auch bei diesen Veranstaltungen nicht immer nur ums Geld verdienen. Da geht es darum, dass man eine Botschaft aussendet, dass man sagt, hier findet etwas statt und da müssen wir uns halt nach den Gegebenheiten richten. Das bedeutet für dieses Jahr 400 Personen im Zelt, die werden auch eingehalten. Der 3G-Nachweis muss kontrolliert werden und was nächstes Jahr ist, wissen wir noch nicht, aber wir sind ja alle motiviert, das auch zu verändern und größer zu machen dann, nicht? Aber wie rechnet sich denn das? Das ist ja gar nicht mehr. Mit Liebe. Mit sehr viel persönlichem Einsatz durch den Markus und die anderen Beteiligten. Leidenschaft. Durch die Motivation, die wir aufbringen, tatsächlich. Also es ist jetzt nicht zum Geld verdienen, dass alle da großartig haben wollen mit viel Geld in den Taschen, sondern ganz im Gegenteil. Die Sportler wollen auftreten, der Prater möchte etwas veranstalten und gemeinsam funktioniert das halt unter den derzeitigen Gegebenheiten. Das heißt, sie zahlen drauf, weil teuer. Ja. Oh ja, kann man das sagen, ja. Eher schon. Eher schon, ist es wurscht. Ja. Bitte. Ohne Herr Bauke, mein Name vom Indie-Goschen-Magazin. Frage an den Herrn Bambi-Killer, bitte. Herr Killer, oder darf ich Bambi sagen? In der Zeit, der Corona-freien Zeit, haben Sie sehr viele Videos hochgeladen, wo es darum gegangen ist, dass Sie Parfum-Tests machen. Ja. Uns Wrestling-Fans stellen sich jetzt die Frage, war einen Fahrt oder sticht Ihnen das Wrestling? Nein, bevor die ganze Corona-Zeit angefangen hat, waren wir, Michael Kovac und ich, in Katar. Und wir waren da im alten Markt, im Souk. Und unter anderem in so einem Parfüm-Shop, ja, wo es die Öle und so gibt. Die kölschen Sachen, ne? Nein, Öle. Ah. Also Oud und so weiter, ja. Und ich habe dann irgendwie auf YouTube nachgeschaut und bin auf verschiedene Seiten gekommen und habe mir das angeschaut. Hat mich sehr interessiert und dann habe ich gedacht, so habe ich selber so viel.
Mache ich das auch? Aus Langeweile. Nicht, weil mir das Wrestling gestunken hat, ganz im Gegenteil, sondern wirklich aus Langeweile. Nein, ist das nicht schon eine Idee für Ihre Karriere nach der Karriere? Influencer? Nein. selber einen Parfümshop zu eröffnen, oder was? Ich weiß nicht, das liegt ja auf der Hand, oder? Ja, weiß ich nicht. Die Idee ist mir noch nicht gekommen, aber ich werde das aufgreifen, wenn die Zeit dann reif ist. Darf ich noch eine Frage an Herrn Kukas stellen, bitte? Ja. Muss ich auf Englisch sprechen, oder? Ja. Geht's auf Deutsch? Ich glaube, er kann Deutsch, aber ich werde es versuchen auf Englisch. Ja? Mr. George Kukas. There was George Harrison, the Beatle who never got spotlight. There was George Orwell, an author who got fame after his death. And there was George Clooney, or there is George Clooney, who is, let's say, loved by women and likes coffee. Where do you think yourself, where do you find yourself in the position of this triangle at the moment and in 15 years? Well, like, we cannot compare, you know, like, they're big different, you know. Today, George Kukas is the only and the number one Arab wrestler in the world with the Arab nationality, with the, like, speaking Arabic. The only one, it's George Kukas. So, like, now and later, there will only be one George Kukas. The first ever Arab wrestler in the world. So maybe it's, I think you're closer to maybe George Orwell or... No. I'm not close to anybody and nobody close to me. Okay, this is the thing, you know. George Lucas is one. Maybe boy George is closer. No, even if that's not George, it's like, I'm Nick. I always try to be one of my kind. So okay. I'm not like anybody and nobody like me. And if you have a ticket for Saturday, you will see it. I hope you have a ticket, you know, just like 400 lucky person there, you know? Yeah, I'm confident we'll see you. Thank you. Noch eine Frage an Bambi, bitte. Sie haben es gerade gehört, Herr Kieler. Die Nummer 1, George Kukas. Was sagen Sie, geben Sie sich als zweite Geige zufrieden? Na, hat er gesagt, die Nummer 1 in den arabischen Ländern. Das sind ja Weltmeister, Sie können über... Ja, ich bin aber kein Araber. Ich sage mal so, Sven Gold spricht für sich selber. Und da muss ich nicht viel dazu sagen. Ich wünsche ihm alles Gute für den Kampf und vielleicht gewinnt er dann wirklich den Praterpokal und dann kann man sich überlegen im kommenden Jahr, dass er auch einen WM-Titelkampf kriegt. Aber von Nummer 1, glaube ich, ist er noch ein Stück entfernt. Danke. So, Dankeschön. Weitere Fragen? Anregungen? Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Wandelkiller. Wie haben Sie sich denn vorbereitet für den Samstag? Nein, ich betreibe in Leoben eine Wrestling-Schule und ein Fitnessstudio. Und generell bin ich dort, also 5 Tage in der Woche. Vor einem WM-Kampf ist das Ganze dann intensiver. Dann hat man am Tag 2 Trainingseinheiten, das heißt einmal im Studio, einmal im Ring. Und so wie jetzt auf meinem WM-Gegner am Samstag, kann ich mich schwer vorbereiten. Ich habe den einmal gesehen, das war hier beim Prater-Catchen. Ich kenne ihn so nicht. Also ich habe den Kampf natürlich gesehen, aber ich kann mich nicht so direkt auf ihn vorbereiten, aber im Normalfall sieht das Training dann vor einem WM-Kampf so aus, dass ich 6 oder 7 Schüler nehme, gehe mit dem ersten in den Ring für 5 Minuten, der geht raus, der nächste kommt rein, 5 Minuten und so wird das Thema durchgespielt, bis alle drinnen waren, alle frisch waren, ja, und so verbessere ich dann meine In-Ring-Fähigkeiten, die Kondition natürlich auch. Spezielle Vorbereitung auf Reese hat es in dem Fall nicht gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür kenne ich ihn zu wenig. Was aber natürlich auch wieder interessant ist im Endeffekt. Was haben Sie sich denn vorgenommen? Ja, das ist einmal das Erste zu gewinnen natürlich, das ist ganz wesentlich, das ist auch wichtig für mich, für die Karriere und für die Kämpfe danach. Mir ist gerade vorhin aufgefallen, ja, der WM-Gürtel ist etwas verstaubt, was natürlich daran liegt, dass er lange nicht genutzt werden konnte. Wichtig ist für mich, das WM-Gold muss in Österreich bleiben, ganz klar, und in weiterer Folge dann den WM-Gürtel auch weiter international zu verteidigen. Noch eine Frage an den Herrn Lukas. Do you know your opponent and how did you prepare for your fight? Sorry, I don't get it. Can you repeat it, please? How did you prepare for your fight on Saturday? I prepared my fight. Ah. It's like long process first, like we train, we hit the gym, and at the end of the day, you know, like George Kukas doesn't need to prepare. You will see that on Saturday. It's not a joke. Maybe you have a smile on your face today, but Saturday after you go home, you will realize it. You don't prepare? Of course I prepare, but George Kukas prepared differently than everybody else. And this is one of George Kukas' secrets to succeed. So sorry, I cannot share it with you today. But
but maybe later. So, gibt es noch Fragen? Ich habe tatsächlich aufgehört zu zählen. Ich habe vorher aufgelistet, so die verschiedenen Länder, wo ich den WM-Titel und die heute aktuell 9 WM-Titel auf 4 Kontinente, das hast du sehr schön gesagt, irgendwann hörst du auf, dann zählst du die Länder. Ja, weil in Katar war das mehrmals, ja, in Doha die WM zu verteidigen, in Dubai mehrmals, etc. Irgendwann kommst du dann nicht mehr mit. Das sind ja viele verschiedene Verbände. Wichtig ist halt im Endeffekt das Endresultat. Das ist wichtig. Und das bleibt mir dann auch im Kopf. Gibt es noch Fragen? Dann bedanke ich mich herzlich fürs Kommen. Hoffe auf eine schöne Berichterstattung. Wir haben noch ein kleines Geschenk. Die Julia wird Ihnen einen Mund-Nasen-Schutz mit dem Bratacatch-Logo austeilen. Sollten wir zu wenig mit haben, schicke ich es Ihnen persönlich. Aber es sollte sich ausgehen. Sie sind noch eingeladen auf ein Getränk und eine Stelzenbrezel von der Familie Kollerig. Ich bedanke mich für Fotos und Einzelinterviews. Stehen alle Wrestler zur Verfügung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.